Jetzt schauen wir uns doch noch ein paar weitere Eindrücke an von den Swiss Skills und vor allem, wenn wir auch sehen, Richard, was du genau hast müssen machen dort. Super, wie die Leute hier reagieren, die haben den Plausch, die können wirklich gerade das Thema sichere Arbeitszeit eins zu eins vor Ort erleben und sehr einfach nachvollziehbar. Sie sind mit Lust dabei und werden natürlich auch von einem tollen Team hier angeleitet, dass sie das sicher durchführen können. Super! Das war gut. Es war schwierig, da raufzukommen, aber es hat mir gefallen. C'était bien, j'ai adoré. Franchement, il faut s'y habituer, mais après, au bout d'un moment, ça va. Ich heiße Richard und mache die Swiss Skills in Bern an Strassenbau mit. Ja, wir haben eine Aufgabe bekommen, in 3,5 Tagen 30 Quadratmeter zu bauen mit Steinabschluss, Belag, also Strassenteeren und verschiedene Pflasterformen. Sehr streng, vor allem bei diesem Zelt, den Temperaturen. Die Hitze geht nicht raus, viel Pickel schaufeln. Das geht schon manchmal an den Körper. Alles, was ich getrunken habe, ist wieder rausgekommen. Ja, am Anfang war ich sehr nervös. Wir haben einen grossen Druck. Sehr. Die Zuschauer, die hier schauen. Und wir müssen gleich noch die Leistung bringen. Wir dürfen uns nicht ablenken von dem. Und schwere Konkurrenz. Und da musst du dranbleiben. Immer Vollgas. Die Schwierigkeiten sind bei diesen Objekten, dass wir sehr auf Genauigkeit achten. Und dass sie trotz der Genauigkeit mit der Zeit zu Gang kommen und zu der rechten Zeit parat sind für zum Beispiel morgen Morgen den Belagseinbau. Also, es muss sehr präzise sein, ja, das ist so, weil es kommt hier auf einen Millimeter und jeder Millimeter kann eine bessere Note ausmachen oder eine schlechtere Note. Und von dem her musst du schon gut auf die Millimeter schauen. Also wir haben jetzt unseren Job haben wir jetzt erfüllt und jetzt liegt es eigentlich nur an den Experten, wie sie uns bewerben. Ja, Richard, es hat streng ausgesehen. Besonders, wie war das mit der Hitze eigentlich? Ja, die Hitze ist schon das grösste Streng. Also, die Herausforderung war mit dem Schlag, weil unter dem Zelt die Hitze ist nicht rausgegangen. Und dann das viele Pickel und Schaufeln, das ist schon recht an den Körper gegangen. Und aber normalerweise baut man ja eine Straße eigentlich nicht in einem Zelt rein. Nein, wie ist es so von den Bedingungen? Kann man das irgendwie vergleichen oder ist es eigentlich ganz etwas anderes, als wenn man jetzt wirklich am Arbeiten ist? Also wir Strassenbau sind uns ja eigentlich gewöhnt, die Hitze, aber dort unten ist die Hitze ist einfach nicht, hat einfach nicht rausgewollt. Und dann die vielen Leute noch und der ganze Stress noch und das ist schon, ich muss dranbleiben. Ist gut gewesen.